Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Es ist schon wieder Folien Friday und ich habe mir was ganz Schönes für euch rausgesucht, nämlich Gloss Radioactive von Avery Dennison. Ich zeige es euch mal im Folienfächer. Es ist mir letztens direkt ins Auge gesprungen, weil das ist echt krass glitzerig und sieht wirklich schön aus. Guckt mal bitte. Ich hoffe, ihr erkennt das Funkeln ganz gut. Jetzt haben wir natürlich in dem Folienfächer immer sehr kleine Samples und man kann sich das nicht wirklich am Fahrzeug vorstellen. Deshalb haben wir hier natürlich noch jede Menge andere Varianten, euch das zu visualisieren. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal im 3D-Konfigurator an, denn der tut das schon ziemlich realistisch darstellen. Hier können wir auch ein Fotoshooting machen, zeige ich euch gleich alles. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch zu unserem Kotflügel, den die Jungs extra gebaut haben, damit wir uns das in Real Life einmal angucken können. Und das wird, glaube ich, alles toppen. Also kommt erstmal kurz mit Blick auf den Bildschirm. Das ist jetzt quasi unser 3D-Konfigurator. Wir haben das jetzt hier mal auf den RS6 gezimmert. Ihr seht, das schimmert in der Sonne schon extrem cool. Also den Glitzereffekt kann man eindeutig erkennen. Wir haben jetzt hier auch die Szenerie Strand gewählt, einfach weil da am meisten Licht ist und man natürlich wirklich das Glitzern richtig gut erkennt. Und nichtsdestotrotz haben wir hier mit schwarzen Akzenten gespielt. Also wir können ja hier alles so ein bisschen verändern und ich finde das ganz schick, denn das Grün sticht ja wirklich sehr hervor und das Ganze mit so einem Black-Paket ist einfach eine wirklich coole Kombi. So sieht das Ganze dann von vorn aus. Mega schön, wenn ihr mich fragt. Und das Ganze können wir uns auch im Fotoshooting nochmal angucken. Da zeige ich euch mal eben schnell die Bilder. So, auf jeden Fall ziemlich brachial an dem RS6. Wirkt wirklich schön. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die ich mir auch an vielen, vielen anderen Autos vorstellen kann. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt uns gern Bescheid. Wir können so eine Visualisierung natürlich auch für euch machen. Und ich glaube wirklich, das ist echt eine schöne Sommerfarbe. Ne? Also es ist wirklich schön, schön mal was Frisches. Ist nicht immer nur grau, das finde ich super, weil das passt natürlich mega gut zu dem Schwarz. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal, wie die Kanten von dem Auto betont werden. Das glänzend Metallische ist natürlich super schick, weil das immer nochmal die Form auch sehr schön aufgreift. Und das zeigen wir euch nämlich jetzt nochmal an dem Kotflügel, denn ich glaube, jetzt wisst ihr dann erstmal so richtig, was ich damit meine. Kommt einfach mal mit. So. So, ihr Lieben, da sind wir an unserem Kotflügel. By the way, nochmal herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, die das Ding mit uns extra für euch gebaut haben, damit ihr euch das anschauen könnt. Was auch immer wir euch jede Woche am Folien Friday für eine schöne Folie präsentieren. Hier haben wir die Möglichkeit, euch das natürlich nicht nur in der Halle zu zeigen, sondern dann eben auch draußen bei Sonnenlicht. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Also dicken Dank nochmal an der Stelle, will ich sagen. So. Hier haben wir einmal die Rolle. Ich zeige euch die Folie jetzt mal an der Rolle und ihr müsst wissen, unser Folien-Friday ist nicht nur dazu da, um euch das zu visualisieren, sondern das ist auch ein bisschen vollgepackt mit ganz vielen weiteren Informationen rund zum Thema diese Folie, was ich euch auch immer vorstelle und natürlich auch viele andere Sachen, zum Beispiel Materialien, die wir verwenden beim Ranraken oder all solche Dinge. Also seid gespannt, was euch da so erwartet. Wir starten jetzt mal hier mit der Radioactive von Avery Dennison und ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, wenn du mal kurz rankommen magst, wie doll das Ganze glänzt. Also hier sieht man es natürlich auch nochmal richtig schön. Ich kann euch das auch mal aufmachen. So, oh, war das schön, dass es hier unten auch noch befestigt ist. Aha, schick, huh? Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker, dieses Radioactive. Hat einen super schönen Gloss drin. Und was man hier wissen muss, das ist eine Folie von Avery Dennison, die zur 3D-Verklebung geeignet ist. Also für eine vollflächige Verklebung ist das geeignet. Und man sagt jetzt hier, die Haltbarkeit bei solchen Metallic- und Pearl-Folien liegt bei etwa 5 Jahren bei Avery Dennison. Haltbar, also oder lagernd haltbar sind die etwa 1 Jahr. Das bedeutet also, es ist sehr wichtig, wenn ihr solche Folien kauft, vielleicht auch als Privatkunde, dass ihr wirklich guckt, wo hole ich die her, weil einfach auch die Lagerung solcher Folien ganz wichtig ist. Da kommt es zum Beispiel auf die Temperatur an und die Luftfeuchtigkeit. Also hier sollte eine Temperatur von 20 Grad Celsius eingehalten werden und keine Luftfeuchtigkeit höher als 55% vorherrschen. Das bedeutet quasi, wenn ihr bei uns im Shop zum Beispiel bestellt, dort findet ihr die Folie dann demnächst auch, dann habt ihr damit keine Probleme und wisst auch, dass wir die vernünftig gelagert haben, einfach damit die dann auch ihre 5 Jahre Haltbarkeit durchbekommt. Genau, ansonsten hat die Folie ungefähr eine Dicke von 140 µ. Der Kleber ist ungefähr 30 µ, also Mikrometer übrigens. µ sagt immer so der Fachjargon aus der Chemie. genau, also 30 µ ist ungefähr der Kleber. Das bedeutet einfach, dass die Folie sich nicht ganz so gut für Schriftzüge eignet, weil sie einfach für die Vollverklebung geeignet ist.
Und ja, ansonsten macht die halt recht viel mit. Tiefe Sicken, fette Rundungen. Wie ihr hier am Kotflügel auch einmal seht, da werden euch die Jungs nachher zeigen, wie gut sich das verarbeiten lässt. Die Avery zeichnet sich vor allen Dingen durch ihre Easy Apply Technologie aus. Das bedeutet, dass die hinten zum einen Luftkanäle hat, damit man halt auch kleine Luftbläschen rausgedrückt bekommt und keine Faltenbildung hat. Die ist sehr stretchfähig. Die ist etwa dehnbar um 200%, dann bis natürlich bis zur Rissdehnung. Also ganz 200% schafft man nicht, wenn man nicht möchte, dass die Farbe matt wird. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke mal, um 150% können wir die schon stretchen, können wir nachher mal einen kleinen Test machen. Und ja, was gibt es noch so zu erzählen? An sich ist die eigentlich echt easy to handle. Die hat hinten so kleine Harzkügelchen im Kleber. Dadurch ist die super schön repositionierbar und man hat halt echt ein leichtes Spiel. Also besonders auch für Anfänger geeignet, die jetzt zum Beispiel bei uns im Onlineshop als Privatkunde schauen und sagen, hey Mensch, ich habe da Bock, was zu folieren. Dann ist das echt cool, weil die ist nicht ganz so techy, die haftet nicht so doll am Anfang. Und das ist eben auch der Grund, warum man gerade bei solchen Folien, zum Beispiel bei der Avery Dennison sagt, man muss die auf jeden Fall 24 Stunden aushärten lassen. Denn erst dann hat die eine Haftung am Fahrzeug, wie sie denn auch lange hält. Aber erst nach einer Woche, also ich schätze jetzt mal roundabout, ne? Wir sind bei 420 Newton per Inch, ist glaube ich laut Datenblatt angegeben, nach 24 Stunden. Das heißt, der Kleber, der härtet erst richtig aus. Und erst nach einer Woche ist die tatsächliche gewünschte Haftung erreicht. Das bedeutet also, weshalb wir euch auch immer an den Weg mitgeben, das Auto bitte eine Woche mindestens nicht zu waschen, wenn das vollfoliert wurde, dass eben dann eben der Kleber nochmal richtig aushärtet und ihr dann die richtige Haftung fürs Fahrzeug auch habt. Genau. Ansonsten würde ich sagen, genug gequatscht, wir gucken uns das Ganze jetzt mal in Real Life an. Jungs, kommt ihr mal kurz her. Bin schon wieder fleißig am Arbeiten, aber guck mal, hey, kurz gerufen, das funktioniert hier. Für euch da draußen einen fetten Folierporn. Viel Spaß! Leute, weil ich es gerade sehe, Felix verwendet den neuen Banana Buffers von unserem Homie Dimas aus Brasilien jetzt von uns für euch im Shop. In Europa erhältlich. Im 10er-Pack könnt ihr das jetzt bei uns kaufen. Die Dinger sind wirklich cool, denn die sind für alle Oberflächen geeignet und besonders geschmeidig halt für glänzend, seidenmatt, mattes Finish. Und ihr seht jetzt gerade, wie schön sich damit arbeiten lässt. Also die Kleidfähigkeit ist halt wirklich richtig cool. Und die Dinger halten halt auch echt lang. Und auch für nasse und trockene Oberflächen geeignet, also wirklich multifunktional einsetzbar. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns natürlich, dass wir da so eine coole Connection an Land gezogen haben. Für euch, wie gesagt, jetzt bei uns im Online-Shop. So ihr Lieben, einmal draußen im Sonnenschein, wir haben für euch bestes Wetter bestellt, also nur so ein paar Wolken quasi, für Hamburg auf jeden Fall allerbestes Wetter. Man sieht den Schimmer dadurch super, super schön, also ihr merkt, im Sonnenlicht ist es so ein bisschen so ein leichter Gelbstich, das ist super schick, wie ich finde, also passt extrem gut auf sämtliche Autos, die in Kombination mit Schwarz gehen, finde ich, also schwarze Felgen, in Chrome Delete, wirklich eine coole Sache. Was es jetzt hier noch zu wissen gibt bei der Folie ist, dass die permanent ablösbar ist, das ist natürlich wichtig für euch zu wissen, wenn ihr das Ganze irgendwann mal wieder folieren wollt. Wenn der Lack darunter intakt ist, bekommt man das quasi ohne Probleme abgelöst auch wieder und die Folie hält auch Temperaturen von, ich glaube, oh Gott, minus 50 bis 110 Grad Celsius aus. Also da ist auf jeden Fall in unseren Gefilden, kann man da ganz entspannt draußen mit rumfahren, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt hier natürlich das volle Optikpaket. Also wer mit so einer Farbe draußen rumfährt, hat auf jeden Fall optisch einiges getan fürs Auto. Aber wir haben auch ein bisschen Schutz dabei. Zwar nicht so vor mechanischen Einflüssen, weil die Folie ja recht dünn ist, aber wir haben Schutz vor Feuchtigkeit, vor den meisten Chemikalien, vor UV-Strahlung und natürlich auch vor Salz. Also gerade auch im Winter, wenn die Straßen wieder ein bisschen salzig sind, haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Schutz, denn der Lack wird dadurch nicht angegriffen, sondern nur die Folie. Und damit habt ihr den Lack unten drunter eben auch ein bisschen geschützt. Das heißt, falls ihr Bock habt auf so ein Projekt, meldet euch gern. Nächsten Freitag gibt es dann den nächsten Folien-Friday und wir freuen uns auf euch. Wenn euch das gefallen hat, dann wisst ihr wie immer, Channel abonnieren, Glocke aktivieren. Ich freue mich, bis dann.